Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Expensive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in jeder Folge eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme vor. Sollte diese Karte im Laufe der Zeit an Wert verlieren, speziell wenn ihr das Video lange nach dem Upload seht, bitte ich das zu berücksichtigen. Wir alle kennen Karten wie Raigeki und Wiedergeburt. Und heute möchten wir uns um eines ihrer Gegenstücke kümmern, um genau zu sein um das Gegenstück der Karte Wiedergeburt, und zwar Call of the Grave aus dem Tournament Pack 2. Im Gegensatz zu vielen anderen Karten wie Anti-Raigeki hatte Call of the Grave schon damals einige Reprints zu verbuchen. So wurde sie abgesehen vom Tournament Pack 2 auch im Tournament Pack 4 als Rare sowie im World Championship Promo Pack 2012 als Super Rare gereprintet. Lange Zeit gehörte Call of the Grave abseits alteingesessener Sammler zu den eher vergessenen und unbekannten Karten des Spiels. Und auch werttechnisch hielt sich die Karte über einen langen Zeitraum bei gesunden 80 Euro pro Stück. Bis eines verhängnisvollen Tages der Reprint in der Legendary Collection Kaiba anstand und der Wert der Karte um ein Viertel in den Keller stürzte. So ist ein Exemplar Call of the Grave aus dem Tournament Pack 2 in Niemand aktuell für etwa 60 Euro zu haben. Wesentlich schlimmer erging es da zum Beispiel Anti-Raigeki, welcher mehr als die Hälfte seines Wertes durch den Reprint einbüßen musste. Das wiederum ist dann Stoff für ein weiteres Video. Doch welche Version von Call of the Grave gefällt euch am besten? Die alte, teure Version aus dem Tournament Pack 2 oder die moderne Secret Rare Variante aus der Legendary Collection Kaiba? Ich persönlich muss gestehen, dass ich mich rein optisch und vom Finish her tatsächlich eher zur Secret Rare aus dem Reprint-Setting gezogen fühle. Und das soll es aber auch schon gewesen sein für heute. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.